Kalimera, Freunde, und herzlich willkommen bei King Size Barbecue. Die Griechenland-Folge ist draußen und ich hoffe, euch hat sie wieder gefallen. Für uns als Barbecue Kings war es wieder ein Träubchen. Griechenland hatte eine ganze Menge netter Leute zu bieten. Spiridulla, George, als auch der Fischer. Der Fischer war der Knaller. Ich kann nur sagen, rundum feine Menschen dort kennengelernt. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie wir das Souvlaki, was wir beim George gemacht haben, zubereitet haben. Ist total simpel, deswegen ist es auch umso geiler. Ich würde sagen, wir wollen gar nicht so viel Zeit verlieren und fangen direkt an. Habe ich jetzt ein gutes Stück Schweinenacken. Ungefähr ein Kilo ist es. Und das werden wir jetzt wacker zuschneiden. Beim Zuschnitt solltet ihr versuchen, die Stücke so zu schneiden, dass überall etwas von der Fettmarmorisierung an dem Stück Fleisch dran ist. Wir gehen erstmal her und halbieren das ganze Stück in der Mitte. Dann sehen wir schon, wie das Fett hier durchläuft. Haben jetzt hier eine Marmorisierung und an der orientieren wir uns. Das Ganze funktioniert wieder am besten mit einem Ausbeiner. Wichtig ist halt bei dem Zuschnitt, dass wir an jedem Stück etwas Fett dran haben, damit das Souvlaki schön saftig bleibt. Bei dem Stück sieht man auch schön, hier haben wir eine Muskelfaser und außen um die Muskelfaser herum liegt das Fett. Also orientieren wir uns wieder an der Fettschicht und schneiden auch so das Fleisch zu. Das Fleisch haben wir jetzt fertig geschnitten. Ist wirklich so zu machen, dass an jedem Stück Fleisch etwas Fett dran ist. Es ist fast nicht machbar bei einem Schweinenacken. Aber wir können es so gut es geht eben halt versuchen umzusetzen. Und ansonsten kann man immer schauen, wenn man ein paar magere Stücke dabei hat, dass man sich ein bisschen Fett von einem anderen Stück Fleisch klaut. Hier haben wir jetzt zum Beispiel ein bisschen Fett. Das kann man quasi einfach im Zwischenraum zwischenlagern, so dass das Fett schmilzen kann und das andere Fleisch wieder umhüllt. Relativ große Stücke. Ihr könnt sie ruhig etwas kleiner schneiden. Allerdings habe ich es aus dem Grund so gemacht, weil meine Rotisserie vom Napoleon natürlich einen gewissen Durchmesser hat. Und damit uns das nicht das komplette Fleisch zerreißt, habe ich die etwas größer gelassen. Bevor wir jetzt das Fleisch spießen, bringen wir erstmal den Grill auf Temperatur. Ich habe jetzt alle Brenner im Grill angemacht. Ich habe den P500 Pro hier stehen. Der hat unten 4 Brenner und den Backburner. Ich habe alle aufgeheizt. Jetzt wundert ihr euch, das ganze Fett tropft runter, Fettbrand. Nein. Sobald der Souvlaki auf den Grill wandert, werde ich die unteren Brenner ausschalten. Aber ich möchte ganz gerne die Hitze, die dann ans Rost und ich habe immer eine Grillplatte mit drin, die Hitze, die darin gespeichert wird, die möchte ich ganz gerne nutzen, damit der Souvlaki am Anfang direkt ordentlich Schubrakete bekommt. So, beim Spießen ist darauf zu achten, dass wir das Fett immer außen liegen haben. Hier kann man jetzt gut sehen, habe ich ein recht mageres Stückchen. Hier sieht man schön Fett, hier auch. Und weil dieses Stück so mager ist, gehe ich her und habe mir jetzt hier einfach ein Stück mit wenig Fleisch und viel Fett geschnappt und gebe das direkt da dran, damit das wieder so ein bisschen mit im Fett-Muskelfleisch-Haushalt liegt. Wie man jetzt schon sehen kann, überall ist das Fett so relativ gleichmäßig verteilt. Das gibt nachher richtig schöne Röstaromen, wenn das Fett schmilzt und sich so richtig schön um das Fleisch legt. Unser Fleischspieß steht, er sieht hervorragend aus. Zeit, dass er auf den Grill kommt. Der Grill hat jetzt circa eine Temperatur von 300-310 Grad. Ideal, um direkt schöne Röstaromen herzustellen. Und jetzt kommt die Zeit allerdings, wo die 4 Brenner wieder ausgehen.
in der Zeit, wo jetzt das Souvlaki vor sich hingaren darf und sich drehen darf, werden wir ein Thymiansalz herstellen. Ich habe beim George gesehen, dass er das Ganze mit einem Wild-Oregano bzw. einem Berg-Oregano würzt. Habe ich aber nicht. Von daher muss bei mir eine Mischung aus Zitronen-Thymian und wilden Thymian reichen. Wird es aber auch tun. Den Thymian habe ich jetzt fein gehackt. Nun gebe ich etwas halbfeuchtes Meersalz hinzu. Direkt aufs Brett. So in etwa. Und wir gehen her und arbeiten den Thymian direkt unter das Salz. Um das Ganze noch etwas zu pushen, gehen wir her und nehmen uns nur ein ganz wenig von einer Limone, hacken das fein und arbeiten das auch noch unter das Salz. Die Zitronenschalen habe ich jetzt sehr fein gehackt. Man könnte natürlich auch Zitronenabrieb nehmen, aber ich hatte keine Reibe hier und mit dem Messer bin ich schneller, als wie wenn ich mir jetzt eine Wacke hole. Wie gehabt, ab unter das Salz und unterarbeite. Nach 20 Minuten auf der Rotisserie sieht unser Souvlaki so aus. Das ist doch schon mordsvielversprechend. Ich habe den Tropfen schon wieder in der Hose. Das wird ein richtig leckeres Abendessen. Unser Souvlaki war jetzt für circa 35 Minuten auf der Rotisserie bei roundabout 205 Grad zum Ende und am Anfang ordentlich Schubrakete, alles was der Grill hergibt. Schauen wir mal nach. Bams! Riecht geil, oder? Da tropft es richtig runter. Da ist der Tropfen in der Hose. Wir können jetzt hier sehr schön sehen, wie das Fett die Röstaromen gebildet hat durch die starke Hitze. Ich muss mal hier schon mal so ein kleines Stück naschen. Boah, Monstro ist gut. So muss das sein. Ich kann jetzt gleich schon wieder einen Schlüpper wechseln. Aber müssen wir erstmal ein Stück anschneiden. Hier unten sehe ich so ein richtig knackiges Teil. Oh, und das ist saftig, Freunde. Ich freue mich dann schon, gleich auf meinen Esstisch zu schmettern. Diese zufriedenen Gesichter zu sehen. Etwas von unserem selbstgemachten Thymian-Zitronensalz drauf. Und einfach nur, weil ich es so geil finde, habe ich von der Spiridula, von ihrer Olivenfarm, etwas Limonen-Olivenöl bekommen. Und ich stehe voll auf das Zeug. Ist das beste Öl, was ich in den Fingern halten durfte bisher. Zumindest das beste Olivenöl. Und jetzt mal Rinder mit in den Helm. Yes! Hör mal, da weißt du, wo der Frosch die Locken hat? Das war auch schon mein erstes Video zur Griechenlandwoche. Wir haben hier Souvlaki à la George. Da will ich auch noch ein bisschen Werbung für den guten Mann machen. Ne? Der ist einfach mir ein bisschen ans Herz gewachsen. Richtig feiner Kerl. Der hat einen griechischen Grillkanal. Der heißt Grillphilosophie. Solltet ihr auch mal reinschauen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig mit der Sprachbarriere, wer nicht drauf hat. Aber die Augen können ja auch lernen. Und zieht euch doch mal so eine Folge rein. Einfach Kopfhörer auf, geile Mucke laufen lassen und die Augen können lernen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und wir sehen uns schon ganz bald wieder. In der Woche werde ich noch so ein paar Quickie-Videos raushauen. Zu Dips, Tzatziki und all so ein Krempel. Und natürlich am Ende The Final Dish wieder. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid, reinschaltet und wir zusammen den ganzen Spaß zelebrieren können. In diesem Sinne,
Rocket, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal.